Hallo Leute, willkommen zurück zu Crastorio, meiner aktuellen Factorio-Serie. Letztes Mal haben wir ein paar Erzfelder mehr angeschlossen und wir können sehen, das hat bereits den Effekt, dass wir hier zwei Züge mit Eisenerz am Warten haben, bis dieser Zug ausgeladen hat. Und was wir heute machen wollen, ist zuschauen, wie wir die Verarbeitung hier hinten raus etwas pimpen können. Ein Punkt dürfte wahrscheinlich sein, dass wir hier die Bänder voll ausnutzen, statt nur zwei, beziehungsweise da oben da haben wir dreimal geht Eisen raus und wir haben vier Bänder. Wir müssen das etwas aufteilen. Und dann hier sehen wir, das Erz mag nicht bis ganz hinten durch. Und wahrscheinlich, wenn wir bis hier hinten Erz hätten, dann wäre das Band hier unten dann voll. Drum denke ich, wir müssen hier zuerst mal die Bänder upgraden. Und zwar nicht auf blau, sondern direkt auf grün. Das ist doppelte Geschwindigkeit von rot. Aber die müssen wir erst produzieren und das machen wir via Logistik. Ich schließe das mal rasch an und dann können wir schauen, wie wir da den Input an die verschiedenen Aufbearbeitungsmaschinen besser hinbekommen. Ich glaube, hier habe ich ein Setup gefunden, das es uns erlaubt, all die Maschinen laufen zu lassen. Und wie befürchtet, ist nun dieses Band hier voll. Das heißt, hier müssen wir wahrscheinlich mal upgraden. Und das heißt, hier müssen wir das Ganze dann auch einen Level hochziehen. Beziehungsweise hier können wir das Ganze noch mal warten lassen, denn die Öfen, die werden wir in Kürze auch umstellen. Und wir sind hier noch nicht ganz fertig, denn hier können wir beispielsweise Produktivitätsmodule reinpacken und dann hinten durch können wir ein paar Beacons platzieren. Und hier dann Speed reinmachen. Und hier haben wir eine Herstelltempo von 1. Hier haben wir Herstelltempo von 2 plus eine Produktivität von plus 30%. Das heißt,
heißt, hier sind wir dann wahrscheinlich an der Grenze von unseren Greifern. Die mögen nicht nach so schnell das Ganze reinzuladen. Aber machen wir doch hier mal fertig. Dann kopieren wir das hier nach drüben. Das Ganze auch einmal hier unten. Verbinden wir hier den Rest. Und das funktioniert doch schon ganz schön. Und hier werden wir dann definitiv nochmals upgraden müssen, damit wir die ganzen das gewaschene Kupfererz auch rausbringen. Aber dafür machen wir dann zuerst mal die, die Öfen fertig. Und ich denke, was ich zuerst hier noch machen möchte, ist die andere Kupferverarbeitung gleich aufzustellen und dann aber auch Eisen. Und die seltenen Metalle nicht zu vergessen. All unsere Vorprozessstufen sind nun auch fertig und mit Produktivität und Beacons versehen. Das heißt, wir müssen uns jetzt darum kümmern, wie bekommen wir hier mit elektrischen Furnaces klar. Und dazu stellen wir doch erstmal eine Rechnung an. Wir wollen Eisen haben. Das machen wir in den Öfen mit Produktivität. Dann haben wir vier von denen. Gut. Und Output wollen wir ein blaues Band haben. Das sind 23 Öfen. Das sind ein paar. Was ist... der ist um einiges schneller. Aber... ich denke... was haben wir gesagt? 23. 23, das ist eine unglückliche Zahl. Wie machen wir das am besten? Wir hier außen rum auch was haben, dann brauchen wir eins. Muss das wo ausprobieren, wo ich auch den nötigen Platz dafür habe. Vielleicht hier oben.
6. Das sind 12. Dann brauchen wir Beacons. Und ich habe das Gefühl, das bekommen wir nicht ganz hin, denn wir haben hier maximal 3 Beacons pro Maschine und das ist so die Hälfte. Und die hat jetzt ein Herstelltempo von 1,4. Und da haben wir 16 Sekunden, also das heißt, es sind ungefähr immer noch 10 Sekunden. Und ich denke, das bekommen wir mit schnellen Greifarmen hin. Dass wir da genügend ein- und ausladen können. Hier verbinden wir einmal, dann kopieren wir das Ganze hier nach drüben und das ist unser Setup. Und wenn ich mir das anschaue, das hat da nicht wirklich Platz. Weil ich mir da gedacht habe, ich mache das auf einer Ebene. Also wir brauchen hier etwas, was besser ist. Und vielleicht wenn wir das so machen, und dann können wir ein anderes Band hier drunter legen. Und dann müssen wir nur schauen,
Das so machen. Überall, wo wir rot haben, geht was raus. Überall, wo wir gelb haben, geht was rein. Okay. Und nun brauche ich ein paar blaue Untergrundbänder. Denn da, wo wir gelb haben, das soll das soll blau werden. Wenn ich das automatisch update, dann haben wir völliges Chaos. Und damit brauchen wir die Reihe, das Förderband hier hinten nicht. Nehmen hierhin parkieren und das hierhin parkieren und jetzt die große Frage: Strom. Wenn wir das auf einer Seite machen, reicht es nicht für alle. Und machen wir das hier drunter noch so. Und dann haben wir eine vollständige Versorgung. Jetzt habe ich die schon? Nein, habe ich nicht, weil ich wahrscheinlich nicht. Ja. Und mit dem kommen wir hoffentlich ein bisschen weiter. Ich habe hier mal eine Eisenschmelze abgerissen und die neue elektrische Schmelze reinplatziert und hat gerade so Platz. Links und rechts haben wir den Platz reduziert, aber
Die Reihe oben und unten, die können wir für die nächste Schmelze gleich mit verwenden. Das heißt, so sparen wir uns etwas am Platz, aber hier sehen wir das Lager, das wird uns im Weg sein. Aber wir können das Ganze in die Richtung bewegen. Wir müssen ungefähr einen, zwei, denn das Kohleband hier, das haben wir ja eigentlich nur, um all unsere Schmelzen mit Brennstoff zu versorgen. Aber wenn wir auf elektrisch umsteigen, brauchen wir das nicht mehr. Daher denke ich, bekommen wir das hin. Und ich werde hier oben mal anfangen. Da klemme ich einfach mal das ab und das. Und dann mache ich Kohle bis hier unten weg. Und da müssen wir wahrscheinlich auch etwas zurück. Und das war's hiervon. Dann verschwindet das Ganze einmal. Und wir können die Schmelze so platzieren. Das muss so sein. Und wahrscheinlich machen wir dann hier ein rotes Band raus. Gut, und damit sind die Roboter erstmal beschäftigt und ich kann mir den Weg da nach unten durchplanen. Und bis zur nächsten Folge, sollte ich es geschafft haben, hier unten all unsere Schmelzen zu ersetzen. Interessant wird es hier für Stahl, denn Stahl haben wir ja zweimal hintereinander. Da müssen wir schauen, wie wir da umhin kommen. Aber eine Sache nach der anderen. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal ist auch das erledigt. Also bis dann und tschüss.